Ganz kurzes Update zum Solana-Telefon, zum Saga 2. Da wurde jetzt gerade der erste Snapshot gemacht. Das heißt, die haben im Prinzip danach geschaut, wer im Leaderboard weit oben steht und dementsprechend Rewards verteilt. Das ist für die meisten von uns natürlich nicht so relevant, weil die meisten von uns nicht so die große Reichweite haben und jetzt hunderte von Referrals haben, die das Telefon gekauft haben. Aber was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, der dritte Punkt, der hier genannt wird. Auch die, die nicht irgendwie im Leaderboard auf einer hohen Position erscheinen, bekommen einen ersten Airdrop. Das heißt, es wird ein erstes NFT oder irgendwelche andere Tokens geben für alle, die das Telefon jetzt schon vorbestellt haben. Ich glaube, das ist tatsächlich erst der Anfang. Ich glaube, beim Saga 2 ist wirklich noch richtig viel Musik drin. Wenn wir mal in meine persönliche Situation hier schauen, kurz ins Leaderboard, dann ist mein jetziges Ranking nicht so super. Ich bin in den über 1500, das heißt, bin nicht in den Top 1500 mit 16 Referrals, aber tatsächlich zum Zeitpunkt des Snapshots war ich zwischen Platz 500 und 1500 und habe deshalb dieses Emerald NFT bekommen. Was das bedeuten wird, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, finde ich aber sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und es wird wohl weitere Snapshots geben. Wir gucken mal im Leaderboard, da ist das irgendwo angezeigt. Gucken, ob das hier vernünftig lädt, weil insofern könnte das ganz interessant sein. Ich möchte natürlich wieder unter die Top 1500 kommen. Genau, hier sieht man das. Es wird weitere Snapshots geben und es könnte natürlich spannend sein. Das heißt, wenn du noch kein Saga 2 Phone hast, überlegst dir, ob sich das nicht lohnt. Beim Saga 1 hat man durch die Airdrops ein Multiple dessen, was man investiert hat, wieder rausbekommen und bin sehr, sehr sicher, dass beim Saga 2 das ganz, ganz ähnlich sein wird. Wenn du ein soziales Netzwerk hast, wo du aktiv bist, wenn du viele Freunde hast, nutz deinen Link, verbreite das. Ich glaube, dass da große Möglichkeiten drin sind. Ich glaube, dass beim Saga 2 Phone wirklich ein sehr lohnendes Investment ist. Was ich ganz spannend finde, ist auch, können wir mal kurz schnell hingehen, es ist fast ausverkauft, ehrlich gesagt. Ich gucke, ob ich das sehr schnell finde. Es wurde nämlich schon 58.000 davon verkauft. Genau, 58.000 sind schon weg. Es soll nur 100.000 geben. Trotzdem sind wir hier immer noch im Founder-Window. Verstehe ich nicht ganz, finde ich aber auch nicht schlimm. Das heißt, du kannst es immer noch zu einem sehr guten Kurs von $450 bekommen. Wenn dich das Projekt generell interessiert, würde ich an dieser Stelle zuschlagen. Und das war es eigentlich auch schon für heute. Ganz schnelles Update, Saga Phone. Find's spannend, check's mal aus. Bis dann. Ciao.